Welcome back, ladies and gentlemen. Mein Name ist Daniel Quarto und in diesem Video vergleiche ich den originalen Hugo Boss Bottled Duft mit dem neuen Hugo Boss Bottled United Duft. Ja, der ein oder andere wird es vielleicht mitbekommen haben. Aktuell bin ich auf Tour mit Hugo Boss Parfüms, denn der neue Hugo Boss Duft kommt bald auf den Markt. Die limitierte Edition Boss United, den gibt es bald in den Läden zu kaufen. Und wenn du da draußen, by the way, den Hugo Boss Boss United Duft gewinnen möchtest, dann check mein anderes Video ab. Das verlinke ich jetzt mal hier unten in die Infobox. Ich verlose aktuell den Boss United Duft, die limitierte Edition, auf meinem YouTube-Kanal. So, und viele von euch haben mich jetzt gefragt, hey, krass, geile Aktion von dir. Freut mich übrigens sehr, dass das so gut angekommen ist, die Verlosung, oder immer noch so gut ankommt. Einige von euch haben mich dann gefragt, so, hey, geile Aktion, wie riecht der Duft denn eigentlich? So, und dann habe ich mir gedacht, wisst ihr was, ich mache einfach mal ein Video dazu, denn ich habe ja meine Parfümexperten in den letzten Tagen oft bei mir gehabt und die haben mir natürlich erklärt, okay, wie riecht der Duft, was für Inhaltsstoffe gibt es etc. Und das möchte ich natürlich euch nicht vorenthalten, vor allen Dingen dann nicht, wenn man den Duft noch nicht kennt und wenn es eine limitierte Edition ist, die es nur für kurze Zeit gibt. Deshalb jetzt dieses Video. Fangen wir an mit dem klassischen Duft Hugo Boss Bottled. Ja, ihr kennt diesen Duft wahrscheinlich, ja, Hugo Boss Bottled, dieses klassische Parfüm, was ich schon seit Jahrzehnten gefühlt trage, ja. Mir wurde gesagt, dieser Duft basiert auf einem Apfelstrudel, ja. Ich konnte es auch nicht glauben, aber dieser Duft basiert auf einem Apfelstrudel. Der Parfümeur hatte anscheinend die Idee, hey, der Apfelstrudel, ja, der schmeckt mir so gut, deshalb muss ich da ein Parfüm draus machen. Auf jeden Fall sind die Inhaltsstoffe, ja, ähnlich wie bei einem Apfelstrudel. Die Kopfnote von diesem Parfum, also es wird immer unterteilt in Kopf-Herz-Basisnoten, ja, wurde mir jetzt gesagt, und die Kopfnote dieses Parfums ist Apfel. Die Herznote vom Boss Bottled Original Parfüm ist Vanille und Zimt und die Basisnote sind Holzakkorde. Also im Prinzip genau die Inhaltsstoffe, die auch ein Apfelstrudel hat. Ja? ganz nice, also auch vor allen Dingen den Vergleich finde ich ganz interessant. Also mir wurde gesagt, dass dieser Originalduft von Boss Bottled alle 6 Sekunden sich jemand aufsprüht auf der Welt und es ist anscheinend der absolute Nummer 1 Duft weltweit. Ja, was passt zum Nummer 1 Duft weltweit? Die Nummer 1 Sportart weltweit, das ist natürlich Fußball und aus dem Grund gibt es jetzt bald in den Läden den neuen Boss United Duft. Man sieht, es ist das identische Flakon, aber komplett in Silber mit schwarzer Aufschrift. Und diesen Duft könnt ihr, wie gesagt, aktuell auf meinem YouTube-Kanal gewinnen. So, dieser Duft, wie riecht der? Ja, das wollen natürlich jetzt alle Leute wissen. Der riecht auf jeden Fall komplett anders als dieser Duft. Dieser Duft hat in der Kopfnote die Buchopflanze aus Südafrika. Und diese Buchopflanze gibt so ein bisschen Frische mit, diesen frischen Rasenduft oder frischen Luftduft. Das gibt die Buchopflanze in der Kopfnote. Dann gibt es die Herznote. In der Herznote ist Pfefferminz. Ja, das gibt auch nochmal so ein bisschen Frische und diesen frühlingshaften Duft mit ins Parfüm rein. Und in der Basisnote sind dann wieder Holzakkorde. Diese Holzakkorde geben dieses männliche, markante nochmal wieder. Und ich muss sagen, dieser Duft riecht. Und ich muss sagen, dieser Duft riecht sehr, sehr sommerlich, sehr frisch und ich würde mich freuen, wenn es diesen Duft ja jetzt standardmäßig immer gibt und nicht nur als limitierte Version, weil ich mag diesen Duft echt sehr gerne. Ich habe den ja auch erst vor kurzem ausgetestet und ich finde ja auch dieses Jil Sander Sun sehr gut, diesen frischen Sommerduft. Und das habe ich irgendwie bei dem auch das Gefühl, dass dieser Duft so ein bisschen frische Sommerfeeling bringt. Und gerade zur WM, ja, und jetzt gerade im Sommer ist dieser Duft echt 1A. Dieser Duft kommt bald erst in die Läden, also ich glaube, kurz vor der WM kann man den im Handel erhalten. Aber wenn du da draußen, wie gesagt, diesen Duft gewinnen möchtest, auf meinem YouTube-Kanal verlose ich aktuell diesen geilen Duft. So, das zum Thema Hugo Boss Bottled und Boss United. Ich muss sagen, mir gefallen beide Düfte. Ja, ich weiß, ich bin der Langweiler, aber gut. Wenn euch das Video gefallen hat, ja, dann macht gerne einen Daumen nach oben. Ich würde mich freuen. So, und ich würde sagen, adios amigos. Thank you.